Wer plagiiert, wer nachmacht und wer unrechtmäßigerweise Texte übernimmt, ist aus den verschiedensten Motiven möglicherweise dazu gekommen. Überwiegend ganz simpel aus Faulheit. Wer zu faul ist, selber zu denken, wer zu faul ist, selber zu recherchieren, Literatur zu suchen, das ist alles sehr mühsam, denn Sie müssen überlegen, in einer solchen wissenschaftlichen Arbeit, abhängig natürlich vom Umfang und Niveau, geht man davon aus, dass man vielleicht von 100 Seiten, die man gelesen hat, maximal 5 bis 10 überhaupt verwertet für die eigene Arbeit, 90 sind halt gelesen und wieder vergessen. Das heißt, es ist ein sehr mühsamer, aber deswegen eben ja auch hoch bewerteter Prozess, eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen. Da gehört viel Hintern, Ausdauer, aber auch Hirn dazu und deswegen ist das manchen zu viel. Es ist einfacher, nur nach Vergleichbarem zu suchen und dann zu kopieren, zu übernehmen oder, man hat früher eigentlich richtigerweise gesagt, einfach abzuschreiben. Denn nichts anderes, Copy and Paste, ist sozusagen die moderne Variante des früheren Abschreibens, indem man halt es noch händisch sozusagen abmalen musste und heute ausschneidet und einfügt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ohne dass ich jemanden in Schutz nehmen will, in der neuen PC-Welt ist dieses Copy and Paste so einfach, dass das im Selbst, im Bewusstsein der Leute zum Teil sogar als eigene Leistung betrachtet wird. Nach dem Motto, ich habe ja den Text schon gefunden, jetzt auszuschneiden, zu übernehmen, ist auch noch eine eigene Arbeit. Und insgesamt wird aus einem solchen zusammengeschnittenen Salat dann möglicherweise im Bewusstsein subjektiv des Bearbeiters sogar eine eigene Leistung. Das ist natürlich völlig falsch, um es ganz deutlich zu sagen. Diebstahl bleibt Diebstahl und ein eigener Gedanke ist es nicht.